Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir nicht viel gemacht. Wir sind einfach nur von Dach zu Dach gesprungen. Warum auch immer, um irgendwie da hochzukommen. Und ja, weiß nicht, hat nichts gebracht, hat voll Zeit verschwendet, aber egal. Wir sind jetzt auf dem Weg zur USS Constitution. Weil ich will die Typen da oben mal wiedersehen. Und der hat sich wieder vor mir hier umgezogen. Oh ja. Ich wollte jetzt nicht extra in den letzten Part noch reinpacken und der ist immer da am Umspacken. Okay. Wir kümmern uns jetzt in diesem Part um das Schiffchen. Frag mal, was mit denen nicht stimmt. Warum die vom einen Turm zum anderen gesprungen sind. Wahrscheinlich. Oh, Weltkarte. Mein Ladebildschirm. Wahrscheinlich können die von aus wieder irgendwo hinfliegen, dann fliegen sie gegen den nächsten Turm oder so. Mal schauen. Wie es hier noch weitergeht. Vielleicht geht es ja auch gar nicht weiter. Vielleicht denken die sich nur einfach nur so, war so ein Dreck. Und dann keine Ahnung. Eine Mission kann man ausschalten. Wird wohl nichts bringen. Gut. Ist noch ein Aufzug. Ist das nicht der eine Turm? Nee, ne? Nee, das ist ein anderer. Ja, natürlich ist das ein anderer. Aber hier scheinen keine Supermutanten zu sein. Ich keine Ahnung, wo der andere Supermutant war, der mich da unten schon wieder gehört hat, aber hier oben scheint niemand zu sein. Was geht? Bin ich auch, ja. Aufgepasst. Was ist? Ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Gut, tu's nicht. Dann kann ich nachts besser schlafen. Okay. USS Constitution, schon wieder. Was geht ab, ihr Idioten? Wie ist das hier passiert? Wenn ihr irgendwann, wenn ich wieder so eine Mission bekomme, wo ihr irgendwo hinfliegen wollt, und ihr dann in den Turm reinkracht, ne, dann weiß ich auch nicht. Captain. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Ich bin sicher, im Commonwealth konnte jeder deine Jungfernfahrt erleben. Ja. Ganz sicher. Und unsere Raketen haben den Feinden zu denken gegeben. Wenn das so weitergeht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer. Oh, super. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Du willst das Schiff wirklich nochmal starten? Mit dem Mut und der Unterstützung meiner treuen Mannschaft ist uns der Sieg gewiss. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihre Hilfe war entscheidend, Sir. Ein Geschenk des Himmels. In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Ein dreifaches Hoch auf unsere neue Okay. Lieutenant. Danke. Hier geht die Quest anscheinend nicht weiter. So wie es auch aussieht. Ist das hier hoch? Also das ist jetzt. Okay, anscheinend nicht. Das ist noch höher, aber das ist einer der höchsten Punkte hier. Wir sind so hoch wie die Pritiven, meine Güte. Captain. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Was? Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Ist halt schon wieder passiert. Was war das? Warum explodiert immer Sachen, wenn ich mit anderen Leuten rede? Mein Gott. Au, was? Das ist ziemlich nervig. Was trifft mich denn hier?
Wo ist denn etwas, was mich treffen könnte? Scheint hier nicht weiterzugehen. Schade, ich dachte, hier geht es noch ein bisschen weiter. Ich nehme mal einen an. Okay, irgendjemand hat mich angeballt. Ich habe keine Ahnung, wer. Hier könnte ich zum Dings hinkommen. Okay, wer ballert mich? Von hier wird schon ab. Ah! Ist nicht auf den Arm nehmen? Ja, weil mich der jetzt hier anknallt, kann ich nicht. Damit ich kann von hier aus jetzt nicht mehr. Wart. Warum konnte ich nicht da drauf stehen? Verdammt. Ach, ich komme so dahin. Okay, gut. Gehen wir mal hier rein. Wenn die Gegner wohl weg sein. Greift da jemand mit einem Flammenwerfer an? Würde ja bedeuten, die Gegner sind irgendwo hier. Geht doch gar nicht. Ja, okay, das Schiff ist schon ein bisschen auffällig. Da greifen bestimmt einige Leute an. Aber trotzdem. Ich habe einen Kapitän zu bekommen. Zeig dir mal. Oder Lieutenant-Mütze. Mir nur Charisma gibt leider. Sehr geil. Ich finde mal meinen Helm immer noch klasse. So, ich kann die Kapitänskabine hingehen. Irgendwie so. Habe ich nicht schon aufgeschlossen? Kann ja mal nichts mitnehmen. Mann. Wo ist die Kapitänskabine? Das ist ein Tresor. So viele schöne Sachen hier. Nicht, wo die Kapitänskabine ist. Aber ich war da schon mal drin, das weiß ich doch. Mach das. Erster Mat. Hallo? Dann nicht. Eiskalt ignoriert. Teil von etwas so Wunderbarem bin, lässt mich meine Programmierung vor Aufregung platzen. Hurra! Bootsmann. Die strukturelle Integrität dieses Schiffs ist unterhalb der empfohlenen Werte. Papalapap wird bestimmt funktionieren. Ja, hat man ja gesehen. Das hier, die Kapitänskabine, ne? Da war ich schon drin, ne? Da kann ich, ups, Entschuldigung. Kann ich jetzt hier irgendwie schlafen oder was weiß ich? Ja, bringt's auch voll. Aber ich bin gut ausgeruht. Ich dachte, er wird sich noch ein bisschen so ziehen, ja, aber anscheinend nicht. Ich kann auch mal mit den Typen reden, aber wiederholt sich dann immer wieder, ne? Schade, ich würde gerne noch sehen, wie die irgendwo anders hinfliegen. Ja, auf jeden Fall gut. Aber anscheinend nicht.
die Werte noch das Ausmaß der Schäden. Hey, Navigator. Viele Meter vom Kurs entlang der Z-Achse abgekommen. Ja. Wasser ist irgendwo da, ne? Von wo seid ihr hingeflogen? Irgendwie von da oder so, ne? Ich glaube, irgendwo da waren die doch vorher. Captain. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen. In Ordnung. Das war echt eine wilde Nummer. Zweifellos, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, dürften wir mit... Es hat ja wohl alles geklappt. Was hat es? In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auch die Kapitänskabine ab. Okay, ich glaube keinen zweiten Hut, schade. Ja, Gott. Ja, dann versuchen wir mal, von hier aus zum Dings kommen, zur Autobahn. Also kommt tun wir auf jeden Fall, ob wir halt überleben. Ist wieder so eine Frage. Okay, dann haut mal rein, Leute, ne? Ich werde das nie im Leben überleben. Das wäre so eine geile Abkürzung. Wenn ich da drauf lande. Ne, werde ich nie im Leben überleben. Oh Gott! Aber ich muss doch irgendwie auf die Autobahn drauf kommen. Wie voll ziellos bin ich in den letzten Folgen. Soll irgendwie was erreichen. Ich muss mal endlich jemanden finden, der diese verdammten Silbershort-Klamotten nehmen kann. Die gammeln schon, weiß ich nicht, seit den ersten Parts oder so in meinem Inventar rum. In diesem Comicladen. So, aber der andere hohe Turm, der hat mir jetzt doch meine Aufmerksamkeit erweckt. Okay. Warte mal. Könnte ich da hoch? Komm mir leider nicht vorbei, schade. Dreck. So ein guter Sprung von hier wäre auch gut, ne? Werde ich wohl überleben, komm schon. Nein. Das war ein Dreck. Na gut, dann muss ich wohl den traditionellen Weg gehen. Gerade so weit oben, ne? So verlockend. Aber allgemein irgendwie so Bock, meine ganzen Autobahnen hier zu erkunden, weil die so weitläufig sind. Hier vom einem Ende des Ödlands zum anderen locker. Versuchen wir mal ein bisschen tiefer hier. Irgendwie klappen oder auch nicht. Ich kann irgendwie so runterlaufen, glaube ich. Normalen Wege, hoffe ich. Verdammt. Nein, ich habe mich wieder hier verbuggt. Oder? Ja. Ah, so ein Dreck. Kann ich mich gar nicht bewegen. Wow.
gibt's doch nicht. Na gut, dann gehe ich eben, teleportiere ich mich irgendwo hin oder so, keine Ahnung. Ja. Meine Präzision ist auch im Schleichmodus erhöht. Ja, okay. Ja, okay, wusste ich, glaube ich, sogar. Na gut, ich versuche mich mal irgendwo hin zu teleportieren, so. Okay, vergessen wir das. Das ist irgendwie viel zu unübersichtlich. Ich will mal zu den anderen Turm jetzt hingehen. Der andere große Turm, der hier. Waren wir da schon? Könnte einer von den Türmen hier sein, ja? Ja. Weiß ich nicht. Das Gebiet um Diamond City ist ja noch so riesig, also. Es sind bestimmt noch viele Orte, wo ich noch nicht war. Es sind so viele Orte hier. Diesem Gebiet hier. Oder ich könnte mal, ja, hätte ich auch machen können. Ich könnte mal zu meinen Nebendingen hier hingehen können. Also diese Zielmarkierung, die ich mir mal gesetzt habe. Die könnte ich ja mal absuchen. Aber jetzt habe ich schon wieder was anderes, also lasst mich. Ich muss unbedingt Stahl farmen auf Screen. Ich habe gar keinen Stahl mehr. Da war ich so viel. Ich habe hier und da mal so ein paar Häuser gebaut und so. Diese eine Insel, wo wir mal waren. Weil da ist ja riesig, da habe ich so eine kleine Hütte gebaut. So 20 Betten. Dann tue ich jetzt immer, wenn ich irgendwie Überschuss in irgendwelchen Siedlungen habe, tue ich die dann dahin schicken. Weil natürlich immer noch Myolurks am rumlaufen, aber ja. Muss ich halt erledigen. So, warte. So. Wo ist dieser eine Turm? In welche Richtung? Da sehe ich jetzt von mir aus nicht mehr, danke. Oh, hier waren die Supermutanten. Verdammt. Da sollte ich vielleicht nicht so unbedingt rumlaufen, weißt du, nee, ja noch. Ich bin aber von oben gekommen, weil es hier unten. Oh, Protektrons sind hier noch. Und irgendwie haben die Grafiken sich noch nicht so gut geladen. Was bist du für einer? Ich glaube, das hat noch nicht geladen hier, ne? Time. Cool. Kann ich. Oh, Stahl. Oh. Ein Einkaufszentrum, okay. Geschafft. So, mal was. Wieder irgendwas gefunden, was nicht auf der Karte war. Wo den Namen habe ich doch schon mal gehört. Muss doch irgendwie hier so. Weiß nicht. Unterirdisch sein, keine Ahnung. Wir sind jedenfalls Gegner. Und wir sind Raider. War ich doch schon mal, oder? Du bist doch. Oh, war ich hier schon mal? Pff. Geil. Wow. Ah! Was? Ey. Weißt du, da war schon wieder so geil. Ich komme um die Ecke, kommt mir einer entgegen, hüpf, one shot. Kommt mir noch einer um die Ecke, pff, one shot. Dann kommen die nächstbesten Gegner und hau mich mit einem Schlag weg. Ja, genau. Gehen wir mal hier lang. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Okay, was soll der Scheiß? Da ist nichts mehr. Deacon, warum hast du nichts an? Was? Wer ist da? Okay, hier war ich anscheinend noch nicht, weil hier sind noch zwei Protektrons. Ich muss eine Gehirnmaschine rumhaben, ich sehe
schön. Okay. Klopft ihr euch vor? Ja, auf jeden Fall einen Raketenwerfer um. Super. Ja, wenn ihr einfach auf den drauf prügelt. Hoffentlich bleiben sie weg. Das ist auch kein Verteidigungsprotokoll oder irgendwie sowas gewesen. Er hat einfach voll blöd auf den aufgehämmert. Ja, macht immer da alles kaputt. Wenn ich hier Zeugs sammeln, ne? Da war ich nicht, ne? Was? Nix an. Was da? Meine Güte. Die machen echt gute Arbeit, die Roboter. Ich krieg zwar keine Erfahrungspunkte, aber. Pff. Alter! Hey. Hast du gerade mit dem verdammten Ding jetzt. Da ist der, meine Güte. Oh. Okay. Wir sind beide noch am Leben. Warte mal, ist einer ein First Aid-Typ? Der heilt sich wahrscheinlich und seinen Kollegen, ne? Und auch nicht, keine Ahnung. Ah, was? Was war das? War das Feuer? Okay. Ich könnte mich aber jetzt auch ruhig töten lassen. Ich brauche auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Ah, oh, meine Nase juckt die ganze Zeit. Boah. Ja. Wie schön. Ah, oh, Deacon, hat das gefallen? Jetzt soll ich den Code echt mal lesen? Wie mal gucken auf Screen, wo ich den. Werde wahrscheinlich weggepackt haben, aber. Oh, nur. Okay. Warte mal. Warte jetzt. Von wo ich nur. Werkstatt, okay. Doch, von hier bin ich gekommen. Ja, oder? Gut. Hier war ich auch schon, ne? Ja. Ach. Dann nehmen wir den Aufzug. Wo haben wir denn nochmal war? Irgendwo habe ich noch welche gehört. Was hat das Spiel in letzter Zeit mit Aufzügen? Ich sollte vielleicht nicht hier speichern. Naja, ist der Aufzug nicht geladen und ich falle am volle Höhe runter. Ich werde vielleicht nicht da speichern.
Gegen wen schießen die? Gegen die Tourettes, ne? Gegen die Dingens, meine ich. Kannst ruhig auf die mal losgehen, ne? Ja, sich bei diesem Einschiffer. Ja. Weil dieses Aufzugdingen auch nicht am Laden. Was? Warum geht ihr auf mich los? Ich habe nichts gemacht. Alter. Alter. Habe ich irgendwelche Impulsgranaten und so dabei gerade? Oh nein. Nein, blöde Idee. Oh, was ist das? Ah, okay. Nicht. Gut, dann kann ich ja hier einen Schnitt machen eigentlich. Es ist der Aufzug hier. Kann schon immer so hochspringen. Durch den legendären Radar kaputt hauen, ne? Gut, mit diesem Massaker beende ich dann den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.